Wir schauen uns heute die Augenbrauenpigmente an von Swisscolor, und zwar von der neuen Serie. Hier sehen wir auf der Farbkarte Blondbraun, dann das Mediumbraun, das Classicbraun und das Midnightbraun. Das Blondbraun und das Mediumbraun sind gemischte Farben und die anderen zwei sind reine Eisenoxidpigmente. Und jetzt schauen wir uns die Farbtöne an. Konzentrieren wir uns auf unsere vier neuen Pigmente: Blondbraun, Medium, Classic und Midnight. Wir nehmen als erster das Blondbraun. Wenn wir das Blondbraun jetzt anschauen, so, dann sehen wir hier ganz einen samtigen Ton, der für helle Hauttypen Fitzpatrick 1 und 3 hervorragend alle Techniken abdeckt. Das heißt, wir sehen beim Blondbraun einen schönen gelben weichen Unterton, sowohl für Härchen als auch für Powder Brows geeignet. Dann schauen wir uns das Mediumbraun an. Das Mediumbraun ist eine gemischte Farbe aus organischen Pigmenten und aus inorganischen Pigmenten, aber der Hauptanteil ist eben ein Eisenoxidpigment. Und wir können dieses Pigment sehr gut wählen für die Hauttypen Fitzpatrick 1 bis Fitzpatrick 4. Die Einarbeitung mit der Powdertechnik ist hervorragend. Jetzt gehen wir zu den reinen Eisenoxidpigmenten. Das wäre das Classicbraun, das Midnightbraun. Schauen wir uns das Classicbraun an. Classicbraun verwenden wir für die Hauttypen Fitzpatrick 1 bis 5. Die Konsistenz ist angenehm und schön, weich. Sehr gut für Härchen, aber auch sehr gut für Powder Brows. Midnight Braun ist für die Hauttypen Fitzpatrick 1 bis 6, für Augenbrauen, aber auch für Lidstriche. Das ist eine reine Eisenoxidfarbe und wir sehen in der Konsistenz angenehm und weich, aber bedeutend dunkler und wird auch sehr gerne als Zusatz genommen für alle Töne, um diese abzustufen und diese zu verstärken oder ihnen einen ganz einen Hauch von einem Ascheffekt zu geben.